Was ist das Motiv? Außer diesem Ehrgeiz, über den wir sprachen, ein gewisses Selbstbewusstsein, die Vita, die spielt immer eine Rolle. Was ist das Motiv, Kritiker zu sein? Ist das nur die Lust am Kritisieren oder überhaupt am Beurteilen? Das klingt etwas weniger negativ. Oder ist da auch noch ein pädagogischer Eros dabei? Ja, also, Herr Biolek, erstens einmal, ob Sie es mir glauben oder nicht. Ich habe mich von Jugend an für Literatur interessiert. Das glaube ich Ihnen. Ja. Das glaube ich Ihnen. Ja. Trotz der zeitgenössischen deutschen Literatur, mit der wir alle etwas Kummer haben, interessiere ich mich immer noch für diese Literatur. Und manchmal bekomme ich Bücher, die ich lese, und ich vergesse, dass ich darüber schreiben soll, weil die Bücher so gut sind. Gibt es. Das ist doch schön. Ja, das ist ja das Gute, das Überraschende bei diesem Beruf. Jetzt, wie wird man Kritiker? Wohl auch eine gewisse Neigung zur Urteilsfreudigkeit. Das ist ja etwas, was es in der deutschen Kritik heute nicht gibt. Die Leute urteilen so ungern, unsere Kritiker. Die möchten am liebsten den Inhalt referieren und sagen, es sei alles schön. Sie sagen immer so freundlich, loben alles. Es ist schrecklich. Die schlechtesten Bücher werden bei uns gelobt. Sie können sich nicht vorstellen. Selbst das Lob ist nicht eindeutig. Es ist ein bisschen so mehr eine Beschreibung. Ja, so immer man weiß nicht, was sie davon halten. Naja, aber bei Ihnen nicht. Bei Ihnen weiß man immer, was Sie davon halten. Ja, das ist, wissen Sie, der Fehler an der Sache. Es gab eine sehr erfahrene Sekretärin in der Literaturredaktion der Zeit. Die hat irgendeine Kritik von mir gedruckt. Ich glaube, es war meine einzige Kritik über Luise Rinser. Ich habe nie wieder über die Rinser geschrieben. Das ist lange her, oder? Ja, 30 Jahre her, 32. Und da hat aber die Frau Rinser es bis heute nicht vergessen, leider. Ja. Ich leider. Also, diese Sekretärin hat mir einen anderen Kritiker als Vorbild bezeichnet, als mein Vorbild. Hat gesagt, sehen Sie, der schreibt schön, nicht so wie Sie. Bei dem liest man eine Kritik und weiß am Ende gar nicht, ob das Buch schlecht oder gut war. Und Sie sagen es immer so deutlich. Ach, aber das ist doch Ihr Markenzeichen geworden und auch ein Teil Ihres Erfolges. Ich will hoffen, ja, doch, die Deutlichkeit ist die Höflichkeit der Kritik. Ja. Dann wissen Sie, wir müssen Rücksicht nehmen, sehr viel, aber auf das Publikum. Und nicht auch so sehr auf den Autor, über den wir schreiben. Vor allem muss man das Publikum bedienen und nicht die Autoren. Aber haben Sie trotzdem schon mal eine schlaflose Nacht gehabt, weil Sie wussten, Sie müssen jetzt einem Autor wirklich also ein Leid antun, einfach aus der Verpflichtung zur Sache heraus? Ja, also sagen wir eine halbe schlaflose Nacht. Gut. Eine halbe hatte ich schon oft. Und zwar aus einem etwas anderen Grund. Gar nicht die Frage, jetzt muss ich dem ein Leid antun, sondern eine viel wichtigere Frage, nämlich die, ist das Buch wirklich so schlecht, wie es mir scheint? Verstehen Sie, der Kritiker ist oft nicht ganz sicher, wie er das Buch beurteilen sollte. Nur, diese Unsicherheit muss der Kritiker mit sich selber abmachen und muss zu dem Leser mit einem klaren Urteil kommen. Ja oder nein oder eventuell, aber das gibt's gar nicht so oft. Einerseits gut, andererseits nicht gut. Aber unsere Leute schreiben immer einerseits, andererseits. Haben Sie sich schon einmal geirrt mit Ihrem Urteil? Wollen Sie meine ehrliche Antwort? Ja! Ich weiß es nicht. Ich kann Ihnen erklären... Das ist die ich erwartet habe. Warten, ich kann Ihnen erklären, warum. Ich weiß es aus folgendem Grund nicht. Ich habe 1960 oder 1970 eine bestimmte Kritik geschrieben, ein Urteil, enthusiastisch oder negativ, gleichgültig. Ich kann Ihnen heute nicht sagen, ob es ein Irrtum war. Das weiß ich nicht. Ich kann nur sagen, das habe ich im Jahre 60 oder 70 geglaubt. Und das als Irrtum zu bezeichnen, wäre Unsinn. Es gibt ja auch keine Kriterien außer Ihren eigenen. Also an welchen sollen Sie es messen? Wenn Sie wüssten, dass Sie hier die schmerzhafteste Stelle unseres Berufs genau auf die schmerzhafteste verweisen. Wir haben keine konstanten Kriterien, keine Normen. Hilft dann persönliches, großes Selbstbewusstsein, das schon fast Eitelkeit ist?
Naja, also ohne Eitelkeit geht es überhaupt nicht in dem Beruf. Wissen Sie, dass man einem Kritiker sagt, er sei eitel, das ist doch Schwachsinn. Das ist so, wie wenn Sie einem Arzt sagen, ach, Sie betreuen die Patienten. Sie sind ein Patientenbetreuer. Na, was denn sonst? Ja? Der Kritiker ist ein Mensch, der urteilt, ohne einen Kodex zu haben. Er urteilt, er spürt, dass das, was er liest, gut ist oder schlecht oder fragwürdig. Er spürt es mit allen Phasen seines ganzen, seiner Existenz und findet dann die Argumente, die findet er immer. Kritiker ist ja nicht da ängstlich, Argumente zu finden. Findet die Argumente. Aber er muss sich selber beobachten, seine Reaktion. Er ist dieses Versuchskaninchen, das ausgesetzt wird auf eine künstlerische Wirkung. Ein Roman, ein Gedichtband. Und diese Selbstbeobachtung, die beim Kritiker notwendig ist, nennen die Menschen Eitelkeit. Das ist ein guter Übergang jetzt zu einer Tätigkeit, die Sie jetzt ausüben seit einiger Zeit, neben Ihrer schriftstellerischen, neben Ihrer Betreuenden bei der Frankfurter Anthologie. Sie sind jetzt auch Fernsehmoderator und trete ich Ihnen zu nahe, wenn ich sage, dass Sie auch Entertainer sind? Die schmeicheln mir. Die schmeicheln mir, wenn es stimmt. Ja, ja, doch. Ja. Doch, das haben Sie heute Abend schon wieder bewiesen. Also, Herr Biolek, das ist so. Viele Jahre lang wurde ich beschimpft. Denn Sie wissen, wenn man über einen Autor schreibt, sein Buch sei nicht sehr gut, dann sagt er nicht, die Kritik war falsch, sondern sagt, der ganze Kerl, der das geschrieben hat, taugt überhaupt nichts. So ist es immer. Und immer wurde ich beschimpft als Schulmeister. Naja, ich habe geantwortet, was denn sonst? Die Kritik ist eine pädagogische Sache, eine pädagogische Disziplin. Natürlich bin ich ein Schulmeister. Ich will ja Leuten was beibringen. Nicht den Autoren, das Hopfen und Malz verloren. Ich will den Lesern. Natürlich, den will ich beibringen, was meiner Ansicht nach gute oder schlechte Literatur ist. Also ein Schulmeister. Dann habe ich in den letzten Jahren immer wieder gehört, Entertainer. Also Entertainer ist ja einer, der Leute amüsieren will. Ja, das kann man auf vielfältige Weise, das tut Frau Witt auch, wenn sie auf dem Eis tanzt. Das ist mehr als Sport, das ist Entertainment. Ja. Ne? Ja, also verstehen Sie, Entertainer, das, was Sie eben sagten. Ich will Leute unterhalten. Und diese Kombination, Schulmeister und Entertainer, pädagogische Einwirkung, erzieherische und Unterhaltsamkeit, das ist das Ideal des Kritikers. Und wenn man mich als bezeichnet als Entertainer, nehme ich das mit Freude zur Kenntnis. Im Übrigen hat Frau Witt vorher etwas über meinen Beruf gesagt. Sie hat nämlich gesagt, daran wusste sie gar nicht, dass sie auch vom Kritiker redet, man muss mehr machen, als man kann. So ähnlich haben sie es gesagt. Man muss ein bisschen höher springen, als man eigentlich springen kann. Also hohe Ziele setzen. Ja, 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 solche, die man eigentlich gar nicht schaffen kann, die man doch schafft. Ja. Das ist ein Geheimnis des Erfolgs unter uns. Man muss sich furchtbar viel Mühe geben. So einfach ist das nicht. Ich habe ja auch gewagt und Sie in meine Sendung eingeladen. Ja. Herr Reichelitzki, ich bedanke mich erstmal. Sie bleiben ja auch bei uns. Vielen herzlichen Dank. Bleiben Sie bitte sitzen. Bleiben Sie sitzen. Jawohl, jawohl, jawohl. Und ich darf jetzt Frau Renate Schmidt zu mir bitten. Frau Schmidt, bitteschön. Bitteschön. Empfinden Sie sich, Frau Schmidt, wenn Sie da präsidieren auf dem Bundestag, auch als Entertainerin? Manchmal, aber leider zu selten. Zu selten. Sehr häufig ist es eine eher knochentrockene Angelegenheit. Trockene Angelegenheit, wenn man da so sitzt oben. Sie wollen, wenn das stimmt, was ich über Sie gelesen habe, eines Tages bayerische Ministerpräsidentin werden. Ja, nicht eines Tages, sondern bald. Bald? Ja. Dieses Lachen empfinde ich als einen unfreundlichen Akt. Ich bewundere Sie. Wir haben doch eben darüber gesprochen, man soll die Messlatte ich ganz hoch setzen. Ne? Genau so ist es. Ja. Warum wollen Sie das? Geht es um den Erfolg oder geht es um den Ruhm, den das mit sich bringt? Oder geht es um die Macht, die so ein Amt mit sich bringt? Was ist bei Ihnen das Motiv? Das also ist ja das, was darum, wir versuchen. Dass ich es für unerträglich halte, wenn in einem Bundesland, das würde übrigens auch für meine Partei gelten, wenn es so lange wäre, einen so langen Zeitraum ununterbrochen regiert. Ich finde, wir haben auch was zu sagen, auch was zu tun. Und ich möchte endlich nicht nur reden, sondern endlich was tun dürfen. Gut. Deshalb bin ich Politikerin. Gut. Also, jetzt habe ich ein Buch. Ich weiß nicht, ob Sie es kennen, aber Sie können ja nicht alle Bücher kennen. Doch,
Ich kenne es. Sie kennen es. Herr Björling, unter uns, die meisten Bücher kenne ich nicht. Aber das kenne ich. Kennt. Es heißt, es ist geschrieben von Wolf Schneider, ein Kollege, der auch in einer Talkshow moderiert. Und es heißt Die Sieger, wodurch Genies, Phantasten und Verbrecher berühmt geworden sind. Und da gibt es also über Genies viel und übrigens, sie sind auch zitiert. Und da gibt es mehrere Kapitel über Politiker. Ja. Und da gibt es ein Kapitel, wie Politiker nach oben kommen. Ich habe von 7 Punkten, die er zitiert, 4 herausgeholt und wollte Sie damit konfrontieren, was Sie sagen. Er sagt, Staatsmänner, und das gilt sicher für Staatsfrauen auch, brauchen einen wachen Instinkt für den günstigen Augenblick, die richtige Stunde. Dann Politiker oder Politikerinnen müssen eine bestimmte Form der Intelligenz besitzen, verbunden mit dem Talent zur Vereinfachung. Und dann sagt er, sie müssen egozentrische Machtmenschen sein, besessen von ihrem Ziel. Sie müssen bei jedem Verstoß gegen die Gesetze, die Moral und den Anstand immer noch ein gutes Gewissen haben. Und er sagt weiterhin, der Machtmensch, der sein Ziel erreichen will, schreckt vor keiner Niedertracht zurück. Ui, und als, das geht zu weit. Und als Beispiel... Der Punkt ist nicht akzeptabel. Als Beispiel nennt er Papst Julius II., Friedrich den Großen und so weiter. Also es gab Gott sei Dank keine Päpstin Juliane und insoweit ist es vielleicht nicht ganz zutreffend. Aber man hat doch, also dies ist ja nun auch historisch mit verschiedenen Beispielen belegt, man hat doch immer wieder den Eindruck, dass der Weg zur Spitze der Politik wirklich ein Weg nicht gerade über Leichen ist, aber doch über einige Schatten von Menschen, die man sozusagen, man muss sehr hart sein. Ist denn das für eine Frau, besonders eine Frau wie Sie, die ja eigentlich so eine neue Weiblichkeit in die Politik gebracht hat, ist das nicht ein großes Problem? Also natürlich muss man auch hart sein, aber ich glaube zuerst einmal gegen sich selbst. Und ich glaube nicht, dass man über Leichen gehen muss, also im übertragenen Sinn gesprochen. Man muss versuchen, sich durchzusetzen. Das heißt natürlich, dass man auch gegen andere Menschen antreten muss. Aber wenn ich jetzt Herrn Streibel besiegen werde, gehe ich nicht über seine Leiche, sondern es ist ein faires Austragen eines Duells zwischen zwei Menschen und zwischen denen, die sie unterstützen. Und das halte ich also für einen normalen Sachverhalt. Ob das nun Frau Witt oder Herr Reich-Ranitzky ist, sie haben sich auch durchsetzen müssen in ihrem Leben. Und warum das in der Politik anrüchig sein soll und in anderen Lebensbereichen nicht, das verstehe ich nicht ganz. Nein, das Durchsetzen als solches nicht. Ja. Es geht darum, mit welchen Mitteln man sich in der Politik durchsetzt. Also welche Qualitäten, möchte ich mal sagen, das klingt auch ein bisschen netter als Mittel, setzen Sie ein, um sich durchzusetzen, um weiterzukommen, um Ihr Ziel zu erreichen? Ja, also die normalen Mittel, die also Menschen in allen Positionen einsetzen, die etwas wollen. Es ist vorhin schon darüber gesprochen worden, natürlich bin ich wie alle Menschen, die etwas erreichen wollen, ehrgeizig. Ehrgeizig für die Ziele, die ich vertrete und natürlich auch ehrgeizig für mich. Ich vertrete meine Meinung und ich habe, glaube ich, in einem gewissen Ausmaß Mut. Und Mut zum Risiko, also auch in bestimmten Situationen, wo das überhaupt nicht normal ist. Also alle lachen, wenn ich sage, ich will bayerische Ministerpräsidentin werden, ich will es trotzdem. Und das ist also für mich etwas, das ist natürlich mit einem hohen Risiko befrachtet. Nicht nur jetzt für meine Partei, sondern auch für mich. Das kann also fürchterlich in die Hosen gehen. Und wenn man also dieses Risikobereitschaft nicht hat und sich nichts traut, dann wird man auch nichts werden. Und wenn man sich aber was traut und natürlich bestimmte Gaben. Sie haben also von einer gewissen Intelligenz, die man offensichtlich auch als Politikerin braucht, und haben also von der Möglichkeit, Politik so, sie, es ist da drin als Vereinfachung beschrieben worden, Politik so darzustellen, dass es ein Durchschnittsmensch, der sich nicht jeden Tag 16 Stunden damit beschäftigen kann, auch versteht, was wir eigentlich wollen. Mir ist mal Theoriefeindlichkeit vorgeworfen worden, weil ich also in der Lage bin, Menschen das, was ich will, zu erklären, so dass sie es also aus ihrem Leben heraus verstehen. Das ist also etwas, wo ich sagen muss, das ist nicht Theoriefeindlichkeit, ich muss die Theorie erst einmal begriffen haben, damit ich es vereinfachen kann. Diejenigen, die nichts begriffen haben, können auch nichts vereinfachen. Das ist ja fabelhaft, was Sie sagen. Ja.
Sie sprechen von meiner Arbeit. Ich gebe mir die größte Mühe, klar zu schreiben, damit das die Leser auch verstehen. Ja. Und da wirft man mir, nein, das Wort haben Sie noch nicht genannt, Theoriedefizit. Ja, Theoriedefizit. Wissen Sie, das steht bei Goethe irgendwo im Wilhelm Meister. Man muss immer dunkel und geheimnisvoll reden, sagt Goethe ironisch, sonst glauben die Leute, es ist nichts da. Wissen Sie, ich war mal in meinem früheren bürgerlichen Beruf, da war ich mal Programmiererin und dann Systemanalytikerin. Und das war ich in der Anfangsphase dieses Berufes. 1961 habe ich also meine ersten beruflichen Schritte unternommen. Und da haben meine Kollegen, die haben gegenüber den anderen in diesen Abteilungen, die nichts mit der Datenverarbeitung zu tun hat, das alles immer so geäußert, dass niemand verstanden hat, was sie eigentlich wollten. Und damit war das also ungeheuer schwierig und ungeheuer geheimnisvoll. Und Menschen, die sowas Schwieriges und Geheimnisvolles können, die müssen auch gut bezahlt werden. Das ist übrigens das Geheimnis der guten Bezahlung der Menschen, die in der Datenverarbeitung sind. Dass die es niemals für notwendig gehalten haben, anderen zu erklären, wie das geht. Das ist nämlich ganz einfach. Sagen Sie mal eine Zwischenfrage. Ja. Sie wollen bayerische Ministerpräsidentin werden. Sind Sie Bayerin? Ich bin Fränkin. Ja, aber man hört es gar nicht. Aber Franken hört man mir an. Also manche finden, ich spreche einen unheimlichen Dialekt. Nein, aber nein, das stimmt nicht. Das können wir als Hochdeutsch anerkennen. Ja. Ja. Aber gerade noch. Auch Frau Witte hört man das Sächsisch nur noch ganz wenig an. Ein bisschen ist ein schon bisschen noch da. Ja. Sprechen Sie auch Englisch mit leicht sächsischem Akzent? Nee. Attention, please. Das ist nämlich ganz süß. Ich finde Englisch mit Akzent, egal welchem, also Wiener sprechen gerne Englisch mit starkem Wiener Akzent. Das ist immer sehr charmant. Aber Sie sind, wenn Herr Reichelski schon fragt nach der Herkunft, Sie sind ja geboren, glaube ich, in Hessen, aber aufgewachsen in Franken. Ich bin also mit einem Dreivierteljahr bin ich also Sie sind Franken. Aber Ihre Wurzeln sind etwas östlich. Meine Mutter kommt aus Siebenbürgen. Das ist da, wo Dracula herkommt. Da kommen die Blutsauger her. Und der Vater ist? Und Vater ist aus Prag. Prag, das ist eine sehr gute Mischung. Ich heiße mit Mädchennamen Pokorny, das heißt übersetzt demütig. Stimmt. Ja, aber das ist nun, glaube ich, überhaupt keine Qualität, vielleicht die in der Politik gefragt ist, nein, oder? Nein, in der Politik weniger. Aber man muss manchmal auch Niederlagen in einer gewissen Demut hinnehmen, insoweit stimmt es. Ja, aber nicht gleich öffentlich weinen. Nein. Aber das ist übrigens, ich habe ja nicht alle Qualitäten vorgelesen, das ist eine Qualität, die Herr Schneider auch beschreibt, dass man in der Lage sein muss, eben Dinge einzustecken. Also man muss auch ein etwas dickes Fell haben. Es gibt wenig Berufe, die in vergleichsweise kurzen Abständen die eigene Leistung immer wieder überprüfen lassen müssen. Also sprich Wahlen. Und wir werden dauernd irgendwo gewählt in den Parteien, bei den Wahlen, die also insgesamt die Menschen dann zu den Urnen gehen. Und das ist schon etwas, wo man dann innerlich gewappnet sein muss, dass das nicht so rausgeht, wie man sich das selber vorgestellt hat. Ich habe Frau Witt gefragt vorhin, ob Sie Ihre Karriere, die sehr viel Mut, Schweiß und Tränen erfordert, verbinden kann mit einem Privatleben. Sie sagt, warum nicht, wenn sie den richtigen Partner findet. Sie haben ja eine Familie, Sie haben Kinder, Enkel inzwischen. Sie haben das als... Das glaubt man nicht, ne? Nein, toll, Sie haben Enkel. Ja. Enkelinnen. Adoptierte. Ja. Nein. Sie spricht immer so offen darüber, dass ich das auch... Ich habe drei erwachsene Kinder. Meine Tochter wurde gerade 31, mein Sohn 29 und der Jüngste ist 23. Und meine Enkelinnen, für die ich nichts kann, aber auf die ich wahnsinnig stolz bin, sind 9 und 7. Aber man muss dazu sagen, sie ist ja auf dem Gymnasium schon Mutter geworden. Ich bin nicht auf dem Gymnasium, ich bin vom Gymnasium geflogen, weil ich zu neugierig war. Ja, sagen Sie mal. Verzeihung. Aber wenn Sie aus dem Gymnasium geflogen sind wegen irgendwelcher unsittlicher Handlungen, können Sie noch Ministerpräsidentin werden? Also ich finde das... Also in Bayern werden Ihnen das doch nicht verzeihen. Ich finde, es war sehr sittlich. Ich habe diesen Mann, mit dem ich dieses Kind hatte, den habe ich geliebt, habe ihn schon 3 Jahre gekannt, habe ihn dann geheiratet und war 23 Jahre bis zu seinem Tod mit ihm verheiratet. Und ich habe dieses Kind aus Überzeugung bekommen. Und ich muss sagen, das war ungeheuer sittlich. Und ich finde dieses Gymnasium fürchterlich blöd, dass ich mein Abitur dann nicht mehr mache. In welcher Stadt war das? Das war in Fürth, aber das war 1961 üblich. Aber Sie haben das Abitur noch mal gemacht? Nein, ich habe das Abitur nie gemacht. Ich kann trotzdem Ministerpräsidentin werden. Sie wissen nicht,
Das vereint uns. Denn ich habe zwar das Abitur gemacht, aber ich habe nicht eine Stunde an einer deutschen Universität mit Studien verschwendet. Ich habe nie im Leben studiert. Aber dafür mit vielen Vorlesungen später. Oh, ja, ja, ja. Also, ich muss sagen, ich bin da nicht stolz drauf. Das hat sich so ergeben. Ich hätte viele Dinge gerne studiert. Ich bin also an vielen Dingen interessiert gewesen. Es hat sich nicht ergeben. Und ich habe es auch so einigermaßen gepackt. Großartig. Wie viel schwerer haben es Frauen in der Politik? Sie haben es überall schwerer als Männer. Aber nein. Na, vielleicht das in der nun nicht. Na, vielleicht in der Literatur nicht, das weiß ich nicht. Das, vielleicht beurteilen Sie Damen etwas großzügiger oder nein, etwas milder. Man beurteilt also keine ganz, Frau ist, schlechter, deshalb, weil sie eine Frau ist. Nicht. Das ist eine, es ist so, dass Frauen es immer für eine bestimmte Zeit schwieriger haben. Also ich, das ist jetzt, wenn man das also in grobe Abschnitte einteilt, mein dritter Beruf. Meinen ersten habe ich 13 Jahre ausgeübt, den zweiten dann 7 Jahre. Und jetzt bin ich seit 12 Jahren Abgeordnete. Und am Anfang ist es immer schwieriger. Also die erste Phase der Durchsetzung, da haben es Frauen wirklich schwerer. Müssen sich manchmal auch an Dinge anpassen, an die sie sich gar nicht anpassen wollen. Und wenn sie aber dann in eine bestimmte Ebene gekommen sind, dann fangen an, die Männer stolz auf sie zu werden. Also in meinem ersten Beruf, sage ich jetzt mal so in der Datenverarbeitung, am Anfang wollten sie mich sowas Schwieriges wie Programmieren und dann Systemanalytiker sein nicht machen lassen. Da hatte ich also viele Hürden zu überwinden. Aber wie es dann mal so weit war, dann haben sie so auf die einzige Frau in ihrer Abteilung, schaut mal her, was wir für eine kluge Frau hier haben, die auch so was Schwieriges wie wir kann. Und dann fängt so eine Phase an, wo man es dann vielleicht an manchen Stellen sogar leichter hat. Aber bis dahin zu kommen, das ist nicht so ganz einfach. Die Frage, die ich jetzt fragen möchte, ist nicht persönlich auf Ihre Person bezogen, sondern eher ganz allgemein. Glauben Sie, dass Deutschland schon reif wäre, eine Frau an der Spitze der Nation zu haben, eine Mutter? Es ist überfällig. Ja. Es ist überfällig. Ja. Ja. Wissen Sie, ich glaube, es ist allerhöchste Zeit, damit aufzuhören, dass wir Menschen, ob in der Politik oder in der Literatur, nach ihren Geschlechtsteilen beurteilen. Das hat wirklich keinen Sinn. Natürlich kann eine Frau, wenn sie intelligent ist, Bundespräsidentin sein. Und das war ja schon eine Kandidatin da. Ja. Die wollte nur nicht. Die Gräfin Dönhoff war ja mal vorgeschlagen. Ich dachte auch vielleicht an die Kanzlerschaft. Das wäre unter Umständen, so wie sich das alles im Augenblick darstellt, vielleicht gar nicht so schlecht. Ne? Aber sie, da sie finden, da kann uns nichts mehr passieren. Gut, ich bedanke mich erstmal bei Frau Schmidt. Herzlichen Dank. Und ich darf Herrn Stockhausen zu mir bitten. Ja. Wenn Sie ihn ja... Karl-Heinz Stockhausen, wenn man in den Lexika nachsieht, jeder kennt ihren Namen, aber nicht jeder weiß ganz genau, warum er diesen Namen kennt. Und wenn man dann im Lexikon nachliest, dann erfährt man, dass sie ziemlich einhellig als der bedeutendste Komponist und Musikerneuerer der zweiten Hälfte unseres Jahrhunderts bezeichnet werden. Das ist ja ein großer Anspruch. Und dann fällt in solchen Artikeln auch immer schon wieder mal das Wort Genie. Irritiert Sie das oder gehört das zu dem Selbstbewusstsein, das man haben muss, wenn man eine solche Aufgabe erfüllt? Das Wort Genie hat man so benutzt, jemanden zu bezeichnen, der eine Sache gut macht, die stimmt, aber außerdem so, dass es unter seinen Fachkollegen und bei den meisten anderen Menschen als unmöglich gilt und als etwas, was wahrscheinlich, wenn überhaupt, irgendwann in der Zukunft mal sein könnte. Also jemand, der Utopien hat und der nicht das realisiert, was man braucht. Und da würden Sie sagen, sind Sie kein Genie unter diesem Aspekt? Doch, dann bin ich wirklich eins. Sind Sie eins? Aber das, was Sie machen, brauchen wir doch. Ein Erneuerer der Musik braucht man doch. Das wissen Sie gar nicht. Also das meiste, was ich bisher gemacht habe, das wird nicht gebraucht. Aber ich mache es trotzdem mit sehr großer Freude. Ich habe heute den ganzen Tag im Studio für elektronische Musik verbracht und jeden Tag in dieser Zeit. Und wenn ich in der Welt der Töne bin, dann entdecke ich so viel Neues und so viel auch für mich
ganz Unerklärliches, dass es lange Zeit brauchen wird, bis ich das anderen vermitteln kann oder bis andere das auch entdeckt haben. Also man geht auf eine Reise und kümmert sich nicht drum, ob jemand mitgeht und wie viele mitgehen. Das ist so eine Welt, die kann man schwer beschreiben. Sie sind sehr bekannt, weltweit bekannt, aber Ihre Werke werden nur von einer bestimmten Zuhörerschaft akzeptiert und auch gehört. Hat das etwas generell mit der Schwierigkeit zu tun, zeitgenössische, ernste Musik, ich spreche jetzt nicht von der Pop- und Rockmusik, zu rezipieren, zu akzeptieren? Haben wir da mehr Hemmungen und Schwellenängste als bei moderner Literatur oder Malerei? Ja, das steht ja überhaupt nicht, was Sie sagen. Also wo immer ich eine Chance habe, mit den Musikern, die ich ausgebildet habe, Aufführungen zu machen, sind die Leute zutiefst bewegt. Viele Leute. Und Sie wissen, dass ich schon 1970 für über 1 Million Menschen jeden Tag circa 6,5 bis 7 Stunden Musik gemacht habe, die in der Weltausstellung in Japan in den Pavillon kamen. Und das waren Leute aus allen Schichten, aus allen Nationen. Also eine bestimmte Gruppe von Menschen. Absolut, Herr Stockhausen, haben Sie völlig recht. Ich meine jetzt relativ. Ich meine relativ das Verhältnis zwischen den Menschen, die in die Philharmonie gehen und sich Beethoven, Mozart, Bach anhören, die in die Opern gehen und sich ältere, etablierte Opernwerke ansehen, im Verhältnis zu denen, die in die Museen gehen, Museum Ludwig, sind diejenigen, die nicht nur ihre, sondern auch andere zeitgenössische Musik hören, nicht so viele. Nur relativ, absolut sind das immer noch Millionen, das ist mir klar. Nein, wenn in Mailand zum Beispiel an der Mailänder Scala eine Oper von mir gespielt wurde, dann sind die Vorstellungen für die Jugendlichen, die Billigpreis als Eintritt verlangen, rammelvoll. Ich will damit sagen, wenn ich eine Chance habe, mit Hörern Kontakt zu bekommen, auch mit dieser zauberhaften Aufführungspraxis, die sich im Laufe der letzten Jahrzehnte entwickelt hat, dann kommen hinterher oft viele Hörer, die beschreiben, wie bewegt sie sind. Ist denn dann der Erfolg auch abhängig von einer Gunst der Zeit, einer Gunst etwa früher der Fürsten und der Kirchen, die Möglichkeiten geschaffen haben? Ja, natürlich. Und haben Sie da im Augenblick mit Ihren Werken nicht so viel Möglichkeiten und Gunst, wie das vielleicht Mozart zu seiner Zeit hatte oder Bach zu seiner Zeit? Nein, Sie wissen doch genau, dass die sogenannten Meisterwerke, die heute von unzähligen Menschen gehört werden, zu ihrer Zeit nur ein ganz kleines Publikum von Aristokraten hatten, die sich gegenseitig eingeladen haben und dass ich die Chance hatte, seit 1951, dass die modernen Medien ein neues Werk, das uraufgeführt wurde, gleich um den ganzen Planeten über den Rundfunk übertragen haben und dass Schallplatten produziert wurden. Also es hat noch nie ein Komponist so viel Kontakt mit den Menschen haben können wie ich. Sie haben aber vorhin selbst gesagt, Sie sind vielleicht deswegen ein Genie, weil man das, was Sie macht, nicht haben wollen will. Ja. Das verstehe ich jetzt nicht. Also wenn es doch alle hören und so viele, wie muss ich das dann, muss ich diese Bemerkung von vorhin verstehen? Ja, was in der Musik vor sich geht, ist ja etwas anderes als das, was man wahrnimmt beim ersten Hören. Und das braucht lange Zeit, bis Menschen sich durch oftmaliges Hören und durch Befassen mit der Partitur vertieft haben in das, was da eigentlich vor sich geht. Und je mehr sie in die Partituren und in die Aufnahmen eindringen und je mehr sie an öffentlichen Aufführungen teilnehmen, umso stummer werden sie und merken, was da alles zu entdecken ist und was das für völlig neue Schwingungswelten sind. Und das fängt allmählich jetzt erst an. Also das werde ich gar nicht mehr erleben. Gibt es eine Quelle für Ihre Musik? Wissen Sie, wo diese Musik herkommt? Denn Sie sind ja sicherlich jemand, der sie zwar nach außen bringt, aber ich weiß nicht, ist ein Künstler sozusagen die Urquelle oder kommt die von woanders, diese Kunst? Beides. Alles, was ich weiß, kommt von mir.
Und alles das, was ich nicht erklären kann, kommt von woanders. Und wo wissen Sie, Sie haben ja sich dazu auch schon geäußert. Und Sie haben gesagt, dass für Sie, also Gott und auch die Engel, eine ganz wichtige Quelle sind für Ihre Musik. Mhm. Heißt das, dass Sie ein religiöser Mensch sind? Oder ja, ist das Ihre eigene Religion? Ist das eine etablierte Religion? Ich kann nur sagen, dass ich jeden Morgen bete, mittags auch, abends auch. Und wenn ich ein Konzert habe, dann fange ich nicht an, bevor ich nicht gebetet habe. Und wenn ich das mal vergessen habe, dann merke ich nach den ersten Minuten, dass ich das vergessen habe. Und schicke noch ganz schnell ein Stoßgebet nach oben. Und, dann geht es. Also ich habe von Kind auf immer gebetet. Natürlich spüre ich, dass ich in jeder Situation Hilfe brauche. Herr Stockhausen, ich habe zwei Fragen. Eine kleine Bemerkung. Was Sie gesagt haben, eben erinnert mich an eine Äußerung von Dvořák. Ich glaube, in einem Brief, der gesagt hat, geschrieben hat, alles, was ich kann, verdanke ich dem lieben Gott. Und ein Kritiker hat gesagt, und ein bisschen dem Johannes Brahms. Also nicht nur dem lieben Gott. Das ist das eine. Jetzt eine Frage. Und ich werde Ihnen eine furchtbar simple Frage stellen. Bitte nehmen Sie es mir nicht übel. Man hat sie Ihnen tausendmal gestellt und es ekelt Sie wahrscheinlich, solche Fragen zu hören. Als die Zauberflöte uraufgeführt wurde, und die ist nicht von Aristokraten für Aristokraten gespielt worden, sondern in einem Volkstheater in Wien, und das waren Hunderte von einfachen Menschen, sind die Leute aus der Uraufführung rausgegangen und haben gepfiffen, ein Vogelfänger bin ich ja, oder ein Mädchen oder Weibchen wünscht Papageno sich. Und als Rigoletto in Venedig uraufgeführt wurde, haben die Leute alle La Donna e Mobile gesungen hinterher. Und ist so schlecht die Musik nicht, von dem Mozart, von dem Verdi. Ich weiß, dass die Melodie etwas ist, womit der moderne Komponist, etwa ab Bartok, da ist wohl der Bruch ungefähr, nichts mehr offenbar zu tun haben will. Ist es wirklich etwas Undenkbares, dass Sie Ihre ganzen Prinzipien, wie immer sie ausschauen mögen, über den Haufen werfen und eine Melodie schreiben? Ich will nur eins sagen. Wagner wollte von einem Opernquintett oder Quartett nichts wissen. Das haben diese Rossinis, Donizettis, die verachteten Italiener gemacht. Aber mal hat er Lust gehabt und hat in den Meistersingern im dritten Akt ein Quintett geschrieben, hat gesagt, da seht ihr, ein Quintett, ein regelrechtes Opernquintett, herrliche Musik. Wie ist es bei Ihnen? Denkbar, dass Sie mal von Ihren harten, wahrscheinlich sehr richtigen Prinzipien abgehen und etwas für Menschen, brave Menschen tun, die Musik hören müssen. Er tut nur was für Menschen, um Gottes Willen. Also Sie verstehen mich, was ich meine. Ich glaube, ich merke jetzt aus Ihren Kommentaren, dass Sie meine Musik überhaupt nicht kennen. Denn es gibt zum Beispiel den Tierkreis, der von Kindern gesungen wird. Und es gibt sehr viele Gruppen auf dem ganzen Planeten, die das ständig singen, mit ihren Instrumenten spielen. Das sind sehr singbare Melodien. Schon in den ersten Stücken, die man noch 1951 für unsingbar gehalten hat, gibt es immer wieder Momente, zum Beispiel im Kreuzspiel, erster Satz in der Mitte, wo eine Melodie auftaucht, die man singen kann und deren Intervalle im Stimmbereich liegen. Und die man auch sehr leicht lernen kann. Zum Beispiel diese zwölf Zodiac-Melodien oder den Wochenkreis, 7 Melodien der Lieder der Tage, sind von Kindern gesungen worden. Ich habe sehr viel für Kinder geschrieben, auch für Kinderchor, und schreibe im Moment für Kinderchor und schreibe im Moment auch für Kinderorchester. Und Sie sollten sich wundern, wenn Sie mal bei Proben dabei wären, wie 7 Kinder auswendig mehrere Stunden in der Mailänder Scala meine Oper Montag aus Licht gesungen haben, nach etwa 3 Wochen Proben. Wunderbar. Also das kann ich Ihnen ja mal zeigen, wenn Sie mal eine Fernsehsendung machen und Sie dann der Moderator wirklich sind. Und dann Applaus
Dann bereiten wir zwei uns mal richtig vor. Herr Stockhausen, wenn Sie vorhin sagten, man will das noch nicht, aber vielleicht gibt es einen späteren Ruhm. Also ist für Sie der Ruhm etwas Wichtiges, auch wenn er nach Ihrem Tode erst kommt? Er kann helfen. Er kann helfen. Ich bin noch nicht weggegangen. Und ich habe immer gedacht, vielleicht könnte der Tag kommen, an dem ich wirklich ein eigenes Studio bekomme. Und man denkt, das, was er gemacht hat, ist genug Berechtigung dafür, dass er ein eigenes Studio mit zwei Technikern bekommt und nicht nur alle zwei Jahre in einem Studio für elektronische Musik 2,5 Monate arbeiten darf. Und ich würde auch sehr gerne die Chance haben, dass ich ein eigenes Ensemble unterhalten könnte an Interpreten und Sängern und Tänzern und Mimen. Und dass wir einen eigenen Omnibus hätten, mit dem wir fahren könnten, und eigene Techniker, sodass nicht also für jedes Konzert die Technik mehr kostet als die Künstlerhonorare. Also ich denke schon, Ruhm hat nur dann Sinn, wenn man daraus Hilfe bekommt von der Gesellschaft, das zu realisieren, was man kann. Ich werde dauernd unterbeschäftigt, was meine Begabung betrifft, und mache meistens nur Fleißarbeiten oder harte körperliche Arbeiten und würde sehr viel lieber mein Talent voll ausnutzen und ganz das realisieren, was sich in mir anmeldet, was ich höre und das dann auch verbreiten. Zum Beispiel das Auditorium, von dem ich eben gesprochen habe in Osaka, wurde abgerissen. Es hat 35 Millionen gekostet, aber es hatte seinen Zweck erfüllt für 1,2 Millionen Menschen. Dann hat man hinterher gesagt, ja, die Unterhaltungskosten sind ja viel teurer, als dass man es transportieren könnte. Wir reißen das Ganze ab. Und seitdem habe ich nie wieder ein Kugelauditorium bekommen, in dem die Menschen in der Mitte in der Äquatorebene gehört haben auf einer schalldurchlässigen Plattform mit 10 Ringen von Lautsprechern ringsherum, sodass man alle Klänge verfolgen konnte und alle Klangkonfigurationen, die ich mit Klangmühlen projiziert habe in diesen Raum. Ich brauche dringend so etwas und muss jetzt schon wieder warten, 22 Jahre, und ob das noch einmal kommt in meinem Leben, das bezweifle ich sehr. Also ich möchte sehr gerne, dass mal unsere Zeit und unsere Zeitgenossen das ausnutzen, was es jetzt gibt. Also ein Beispiel zum Beispiel, das fällt mir jetzt ein. Vorige Woche schrieb der Rau einen Brief an mich. Er hatte mir also den Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen auf dem Petersberg im November überreicht. Und er schrieb, ob mir das gefallen hätte. Dann habe ich ihm zurückgeschrieben. Also das Ganze war mir einerseits viel zu alphabetisch, denn wir wurden also 33 Preisträger wurden aufgerufen von A bis Z. Und ich habe gesagt, ich hätte an Ihrer Stelle wenigstens als richtiger Demokrat gewürfelt, damit man nicht genau alles voraussehen kann. Aber was ich wichtig fand, es sagte immer zwischendurch, jetzt hören wir ein bisschen Musik. Und dann haben sie also wirklich gespielt, Musik von Haydn, ein Streichquartett von Schubert und von Mendelssohn. Und ich habe ihm gesagt, das kam also 250 Jahre, das kam 170 Jahre und über 100 Jahre zu spät. Warum haben Sie mich nicht gefragt? Kein Potentat der letzten tausende Jahre hätte jemals eine wichtige Gelegenheit verpasst und nicht eine Uraufführung spielen lassen. Was wollt ihr eigentlich von den Künstlern eurer Zeit? Warum das ist das, was ich vorhin nicht gemeint habe. Herr Stockhausen, ich sehe, Sie sind wirklich ein echter Künstler. Sie sagen, lasst uns in Frieden mit Haydn und Schubert und Mendelssohn. Nein. Spielt meine Musik. Nein, ich habe ihn selbst. Beides. Hören Sie lieber schon wieder, machen Sie einen Fehler. Sie haben mich eben gefragt vor der Tür, was ich von der Tradition halte. Und ich habe Ihnen gesagt, dass ich gerade eine Schallplatte mit Haydn und Mozart produziert habe. Also das stimmt ja alles gar nicht, was Sie sagen. Und ich habe Nein, für die Feier meine ich, die Feier mit, Frau, mit den Orden. Nein, dass Sie Mozart. Aber der Esterhazy hätte keine Feier mit Bachmusik gemacht. Der hätte sich vom Haydn was schreiben lassen. Nicht nur, auch der Ludwig von Bayern noch. Ja, also, der hätte den Wagner eingeladen. Sogar der Fürstenberg noch, der den Hindemith und Strawinski nach Donaueschingen eingeladen hat. Das ist vorbei. Wir sind in einer ganz großen Wende, was die Beziehung zwischen den schöpferischen Geistern betrifft und denen, die sie dringend brauchten eigentlich, um zu wissen, wo es hingeht und was denn von ihnen jetzt erwartet wird, wo sie sich anstrengen sollen.
wo der Anspruch besteht, sich völlig zu erneuern innerlich durch das Lauschen in diese unerklärten Welten. Dieser Zusammenhang zwischen denen, die ankündigen, und denen, die dann sich orientieren, ist kaputt. Und wir müssen dringend jetzt dafür sorgen, dass aufgrund von riesen Missverständnissen das beseitigt wird und dass man wirklich die Künstler wieder braucht, gebraucht. Aber das ist sehr, sehr kompliziert jetzt, gehört auch nicht hierhin. Das können im Detail, wir auch nicht vertiefen. Ja doch, nicht vertiefen. Nicht hier meine ich jetzt. Nein, natürlich nicht. Aber man sollte es zumindest mal ansprechen. Ja. Also ich habe zum Beispiel 39 Orchesterwerke studiert, komponiert, mehr als die Hälfte meines Lebens, dass die Augen nachts tränten vom Abschreiben und vom Korrigieren der Partien. Ich werde jetzt in Frankfurt eins zum ersten Mal nach 22 Jahren wieder dirigieren, am 5. Februar, das ich mit 24 Jahren geschrieben habe, vor präzise 40 Jahren. Das ist zweimal gespielt worden seitdem. Die 39 Stücke haben in Deutschland bei über 80 Orchestern, die ständig spielen, jeden Abend, städtischen Orchestern, 6 Aufführungen in 42 Jahren gehabt. Mit anderen Worten, wo wollt ihr denn hin? Ich habe den Leuten hier in Köln gesagt, die voriges Jahr dirigiert habe, vom Gürzenich Orchester, wo wollt ihr eigentlich hin? Ihr braucht 2000 Jahre, bis ihr jedes Stück von mir einmal gespielt habt. Einmal gespielt habt. Und es gibt viele Komponisten. Ich will damit sagen, wir sind in einer verrückten Zeit, dass man also nicht das hört und sieht, was jetzt Neues entsteht, und dann die Tradition benutzt, bitte sehr, um noch mal zu studieren, wie haben die es denn in ihrer Zeit gemacht? Wie haben die denn ihre Aufgaben ästhetisch und technisch gelöst? Aber nur dazu sind sie ja eigentlich zum Studium übrig geblieben. Aber wir sollten auf jeden Fall uns mit dem auseinandersetzen, was das Neueste vom Neuen ist, bitte. Das ist ein neues Thema, aber wir können es nicht. Die Zeit zeigt, dass wir eine Stelle. Jetzt müssten wir wieder anfangen. Ja, ja. Am besten würde ich ja alle noch mal einladen. Du tust das so. Ja. Mache ich das? Ja. Ja. Gut. Also. Herr Violett, unter uns. Ein so gutes Quartett finden Sie nicht so schnell. Ja, genau. Wobei ich eins sagen muss, nächste Woche habe ich schon ein anderes Thema. Ich weiß nicht, wer etwas dazu sagen kann. Es heißt, wer ist schon treu? Da geht es darum, also um körperliche und seelische Treue in Partnerschaften, Monogamie in Ehe und in anderen Partnerschaften. Ist die noch zu retten oder ist sie jetzt sogar erst wieder im Kommen? Also vielleicht sollten wir Sie dann in der über- oder übernächsten Woche einladen, obwohl Sie sich zu diesem Thema mal geäußert haben. In einem Herr Biolet, aber nicht dauernd. Ich habe für Sie einen Vorschlag, einen genialen Vorschlag. Immer genial. Ja, passen Sie auf, machen Sie mal hier was. Ein Thema, moderne Musik und das Publikum, moderne Literatur und das Publikum und moderne Malerei. Aber mit Beispielen, ja, nicht ja, nur dann, reden. Nein, ja. Und nicht Haydn, dann Stockhausen. Nein, ich meine Musik. Aufführen. Ja, aufführen. Nicht nur reden. Und was machen wir hören. Das machen denn wir. Denn Sie müssen wissen, das Problem, von dem Herr Stockhausen hier sprach, gilt auch für die Literatur im Gewissen. Gut, meine Damen und Herren, ich danke Ihnen allen. 1+ wiederholt die Sendung am Samstag wie immer. Sie waren ein wunderbares Quartett. Das ist ja eigentlich sonst Ihre, also, aber durch mich vielleicht auch ein bisschen ein Quintett. Herzlichen Dank. Alles Gute. Tschüss. Auf Wiedersehen.